ihr Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, wie immer der Hinweis, dieses Video ist nur meine persönliche Meinung. Ihr müsst euch dennoch eine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem nun folgenden Video. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Manche von euch spielen Lotto, ich suche nur Qualität zum guten Preis. Und damit ich immer besser Qualität zum besseren Preis finde, muss ich mich mit einigen Begriffen auseinandersetzen. Und deswegen möchte ich mich heute mit etwas sehr Wichtigem auseinandersetzen, was auch diesen Kanal hier beeinflussen wird, nämlich, was ist eigentlich die Aktieneinteilung von Peter Lynch? Als allererstes werden wir uns angucken, wer ist Peter Lynch, in welche Kategorien teilt Peter Lynch Aktien ein und dann besprechen wir die Anpassung für den Kanal, für die Rubrik Unternehmensvorstellung. Also fangen wir direkt an. Wer ist Peter Lynch? Peter Lynch war Investmentfondsmanager und wurde geboren am 19.01.1994 in Boston in der USA. Von 1966 an war er Praktikant bei einer Investmentbank. 1977 wurde er dann Verwalter des Magellan Fund. Und jetzt kommt's. 1990, als er zurückgetreten ist, hat er eine durchschnittliche Rendite von 29,2% pro Jahr erwirtschaftet. Und das ist phänomenal. Und er unterteilt Aktien in verschiedene Kategorien. Und diese Kategorien schauen wir uns jetzt an. Also, die erste Kategorie, in die er Aktien einteilt, sind die der Nichtzykliker. Für ihn ist ein Unternehmer ein Nichtzykliker, wenn die operative Marge weniger als 50% schwankt. Dann unterteilt er diese Nichtzykliker noch in drei verschiedene Unternehmensgruppen ein. Einmal in die Slow Grower, in die Average Grower und in die Fast Grower. Was ist ein Slow Grower? Ein Slow Grower ist für ihn ein Unternehmen, dessen Gewinne um weniger als 3% wachsen. Diese werden meist auch durch eine hohe Dividende ausgezeichnet. Die Empfehlung von Peter Lynch ist hier nicht zum Beispiel auf das KGV zu achten, sondern zu kaufen, wenn die Dividende über dem eigenen historischen Schnitt liegt. Bei einem Average Grower sieht es so aus, dass das Unternehmen ein Gewinnwachstum zwischen 3 und 10% hat, sowie eine mittlere Dividende auszahlt. Hier ist die Bewertung, so wie wir es aktuell auch auf dem Kanal machen, Kauf, wenn die Bewertung unter dem eigenen KGV-Schnitt liegt. Bei einem Fast Grower ist es allgemein so, dass das Gewinnwachstum über 10% liegt und eine sehr geringe Dividende bezahlt wird. Hier setzt er auf Buy and Hold. Wichtig ist, es kann auch passieren, dass ein Unternehmen von einem Fast zu einem Average und von einem Average zu einem Slow Grower wird. Aber es könnte auch passieren, dass ein Unternehmen von einem Slow wieder durch Zukäufe zum Beispiel zu einem Average Grower wird. So, die zweite Kategorie sind zyklische Unternehmen. Hier sagt er, die operative Marge schwankt um mehr als 50%. Und er unterteilt zyklische Unternehmen einmal in typische Zykliker. Da sagt er, die operative Marge bewegt sich in einer Wellenform auf und ab. Und er empfiehlt, zu kaufen, wenn die Marge, die operative, am niedrigsten Punkt angekommen ist historisch und zu verkaufen, wenn sie am höchsten wieder angekommen ist. Dann sagt er noch, es gibt noch Turnaround-Kandidaten. Das ist, wenn ein Unternehmen im zyklischen Tief hängt und auch eine Insolvenz sogar möglich ist. Man könnte hier Aktien kaufen und da auf eine Erholung setzen. Für mich persönlich ist Turnaround zurzeit gar nichts. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die Peter Lynch aufzeigt. Das ist der Asset Play. Da geht er davon aus, dass ein Unternehmen noch verborgene Werte innehat. Und diese werden nicht im Börsenpreis wiedergespiegelt. Zum Beispiel kann man dann hoffen, dass es eine Aussicht auf einen Spin-off gibt. Dies war zum Beispiel bei Ferrari der Fall. Betrachten wir nun, was sind die Anpassungen an die Unternehmensvorstellung im Kanal. Ich werde in Zukunft eine Einteilung der Vorstellung in eine Kategorie nach Peter Lynch vornehmen und prüfe auch die Handlungsempfehlung nach Lynch. Also als Beispiel, wenn ich einen Slow Grower vorstelle, werde ich auch gucken, ist die Dividendenrendite höher als historisch betrachtet, weil dies dann eine höhere Aussagekraft natürlich auch hat als zum Beispiel das KGV. Was ist der Vorteil für den Kanal und für euch Zuschauer?
Also ich bin dann überzeugt, ich kann auch anfangen, zyklische Unternehmen zu betrachten und die Qualität der Bewertung wird nochmal verbessert. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr mir auch recht gebt, dass dieses Video und eine Aktienkategorisierung nach Peter Lynch den Kanal noch weiter aufwerten wird. Das war's. Denkt immer daran, mein Name ist Philipp und ich bin überzeugt, dass man mit Börsenwissen auch Erfolg an der Börse haben kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.